Ja, meine Damen und Herren, wir sind beim letzten Modul bei der Frage stehen geblieben, wie also die Gemeinde sozusagen nach außen handelt und haben ihre Repräsentanten uns näher betrachtet, den Bürgermeister, den Gemeindevorstand und auch den Gemeinderat und haben festgestellt, dass also die Wahlbürger in einer Gemeinde, also österreichische Staatsbürger, die hier ihren Hauptwohnsitz haben, aber auch EU-Bürger oder so, dass das landesgesetzliche Vorschriften so vorsehen, auch Bürger, die keinen Hauptwohnsitz in dieser Gemeinde haben, in dieser allgemeinen gleichen Verhältniswahl ihre Mandatare wählen. Wir haben festgestellt, dass der Bürgermeister der Stadt eine relativ starke Stellung hat, die auch noch verstärkt wird durch das Instrumentarium der Bürgermeister-Direktwahl, das es ja in den einzelnen Bundesländern, die wir angeführt haben, bereits gibt. Der Bürgermeister ist eigentlich in einer Doppelrolle tätig, haben wir gehört. Er vertritt die Gemeinde nach außen und leitet auch die Gemeindeadministration, den Geschäftsbesorgungsapparat nach innen. Gleichzeitig leitet er die Gemeinderatssitzung, die Gemeindevorstandssitzung, ist also auch hier ein Leitungsfunktionär. Etwas, was ihn vom Landeshauptmann beispielsweise unterscheidet. Wir haben ja in allen Landtagen das Landtagspräsidium, das die Aufgabe hat, die Landtagssitzung zu leiten. Interessante Frage, ob nicht auch der Landeshauptmann die Landtagssitzung leiten könnte und das im Rahmen der Verwaltungsreform zu einer Einsparung der neuen Landtagspräsidien führt, würde mit Ausnahme der dann hier vielleicht arbeitslosen Präsidenten nicht ganz unmittelbar jeder sofort spüren. Das sind aber Themen, die sich der große Verfassungskonvent noch nicht nähert, zu dem, wo ja die vorsitzende Stellvertreterin, die Landtagspräsidentin aus Oberösterreich ist, eine im Übrigen sehr intelligente, sehr attraktive und sehr tatkräftige Frau, aber trotzdem muss erlaubt sein, darüber nachzudenken, ob wir einen neuen Landtagspräsidium brauchen. Der Bürgermeister kann, wie wir heute in der Kommunalpolitik ja, und Sie wissen das alle aus Ihren Erfahrungen, durchaus eine Gemeinderatssitzung leiten, ohne dass es ein Gemeinderatspräsidium braucht, das es im Übrigen auch gibt, nämlich in Wien. Und hier gibt es dann ein Doppelpräsidium. Es gibt ein Landtagspräsidium, das ist aber nicht personenident mit dem Gemeinderatspräsidium. Auch wenn der Landtag und der Gemeinderat personell dieselben sind, nämlich die 100 Mandatare, haben wir das Präsidium, das einmal, wenn der Wiener Landtag zusammentritt, leitet. Wenn dasselbe Gremium als Gemeinderat zusammentritt, haben wir ein personenunterschiedliches Präsidium. Also wir sehen, es gibt, wenn wir bei Einsparungen in Gebietskörperschaften reden, nicht so sehr die Einsparungen im Sachbereich oder die Einsparungen bei den Gemeindebediensteten. Man könnte auch einmal über die Funktionäre nachdenken. Wir haben hier in unseren Unterlagen drinnen stehen, dass der Bürgermeister in seiner Arbeit durch 1 bis 3 Vizebürgermeister unterstützt wird. Gelegentlich heißen sie auch Bürgermeister-Stellvertreter. Ich selbst als dritter Vizebürgermeister einer Statutarstadt habe immer die Frage gestellt, wer ist politisch bedeutender, der Präsident der Vereinigten Staaten oder der Welser Bürgermeister? Nun, die Frage ist von Ihnen sicher richtig und leicht beantwortet, der Welser Bürgermeister, weil der Präsident der Vereinigten Staaten kommt mit einem Vizepräsidenten aus, der Welser Bürgermeister braucht 3 Vizebürgermeister. Kann man also schon aus dem ermessen, dass das Aufgabengebiet des Bürgermeisters der Stadt Wels viel größer sein muss als das des Bundespräsidenten. Aber wie gesagt, wir sehen im Bürgermeister den Vorsitzenden der Gemeindeverwaltung. Jetzt kommen wir zu den Anforderungen, die so ein Bürgermeister hat. Und wir haben ja bei der Größe der Gemeinden festgestellt, dass etwa ein Viertel der Gemeinden unter 1000, die Hälfte der Gemeinden von 1000 bis 2500 und erst über 2500 wieder das letzte Viertel der österreichischen Gemeinden größenordnungsmäßig einzuschätzen ist. Jetzt stellen wir fest, dass die Bürgermeister ihr Amt zum allergrößten Teil, aufgrund auch der Kleinheit der Gemeinden natürlich, ehrenamtlich ausüben. Das heißt nicht, dass sie es vollkommen kostenlos machen müssen. Natürlich werden die Bürgermeister für ihre Mühewaltung auch bezahlt. Es werden ihnen Aufwendungen abgegolten und es muss auch der Verdienstentgang, den ein Bürgermeister hat, entsprechend berücksichtigt werden. Aber grundsätzlich ist doch festzustellen, dass also hier Bürgermeister sozusagen im Nebenberuf tätig sind. In den größeren Gemeinden gibt es natürlich die Möglichkeit, das Amt auch hauptberuflich auszuüben. In den Statutarstädten wird es also ganz grundsätzlich hauptamtlich
ausgeübt. Wir haben ja bei Städten mit eigenem Statut den Bürgermeister gleichzeitig auch als Leiter der Bezirksverwaltungsbehörde. In Wien ist der Bürgermeister gleichzeitig auch Landeshauptmann. Der Bürgermeister ist natürlich an die Beschlüsse des Gemeinderates gebunden. Er besorgt die der Gemeinde übertragenen Angelegenheiten der Bundes- und Landesvollziehung und ist hierbei auch an die Weisungen der zuständigen Organe des Bundes bzw. des Landes gebunden. Spannender Fall tritt dann auf, wenn ein sehr selbstbewusster Bürgermeister im Land nicht den Partner, sondern den Oberkontrolleur sieht und es also hier dann zu Auseinandersetzungen kommt. Eine oberösterreichische Gemeinde macht derzeit medial auf sich aufmerksam, weil der Bürgermeister, die Bürgermeisterentschädigung, die er für, wie wir zuerst meinten, Aufwandsabgeltung, Mühewaltung und Verdienstentgang bekommt, in dem Fall macht er sogar hauptberuflich seine Tätigkeit, ergänzt durch Tätigkeiten in der Privatwirtschaftsverwaltung der Gemeinde, weil er sich zusätzlich hier aus einem weiteren Topf bezahlen lässt und wo der Rechnungshof zumindest im bekannten Ruhbericht meint, das sei nicht möglich. Das Landesaufsichtsbehörde auch gemeint hat, das sei nicht möglich. Und er also hier der Meinung ist, das geht also das Land und sonst niemanden irgendetwas an. Man hat mittlerweile auch den Staatsanwalt bemüht, ob hier Amtsmissbrauch vorliegt. Das Land antwortet jetzt mit einer Sperre der Förderungen und Bedarfszuweisungen an die Gemeinde, worauf die Gemeinde sagt, dann ergreifen wir so ein Rechtsmittel, weil das Land auf diese Art und Weise hier ihre Rechtsauffassung oder die Rechtsauffassung des Landes nicht durchsetzen sollte. Also immer eine spannende Frage, ist der Bürgermeister jetzt an die Weisung des Landes gebunden, ja oder nein, ist eine Antwort, die wir im übertragenen oder im eigenen Wirkungsbereich finden. Aufgabenbereiche kennen wir, die Verkehrs-, Sozial-, Jugend-, Seniorenarbeit, Gesundheitspolitik, Umweltschutz, die Ver- und Entsorgung in der Gemeinde. Wobei wir hier bei der Versorgung und Entsorgung natürlich schon drauf kommen, dass das ja alles, was im Rahmen des New Public Management diskutiert wird, auch möglicherweise Ausgliederungsfragen sind. Und zwar Ausgliederungsfragen im Bereich der herkömmlichen Möglichkeiten, dass wir das an Gemeindeverbände, die ja auch in der Verfassung so vorgesehen sind, übertragen können oder indem wir uns privatwirtschaftlicher Modelle bedienen. Wir kommen sicher auch noch im Laufe dieser Module auf das Thema Public-Private Partnership zu sprechen, wobei das immer als PPP-Modelle abgekürzt werden, also was nicht heißt, also Private Earns, Public Pays oder so, wie das manchmal auch gesagt wird, dass also hier private Geschäft machen und die Gemeinden das alles zahlen müssen, sondern hier ist tatsächlich an eine Partnerschaft bei der Aufgabentrennung gedacht. Das heißt, bei diesen Dingen, die eigentlich ursächlichste Gemeindeaufgabe war, man hat vielfach auch immer von der Daseinsvorsorge der Gemeinde gesprochen, wenn wir jetzt von dieser Daseinsvorsorge weggehen, dass wir also die Versorgung mit Wasser und dann die Entsorgung der Abwässer an Private übertragen. Es gibt also hier einen großen französischen Konzern zum Beispiel, der diese Tätigkeit anbietet und sagt, wir sind gerne bereit, die Ver- und Entsorgung mit Wässern vorzusehen, wenn wir dafür die Entgelte der Bürger eine bestimmte Zeit lang bekommen und macht es damit in den Transformationsländern möglich, also Albanien, Bulgarien, die über noch geringere finanzielle Mittel verfügen als österreichische Kommunen, eine kommunale Infrastruktur aufzubauen. Wir kennen also solche Modelle, wobei es immer spannend ist, ob dann die Gemeinde noch in die Tarifgestaltung dieser neuen Firmen Einfluss nehmen kann oder ob sie sich nach der Ausgliederung dieser Aufgaben auch noch der Tarifautonomie sozusagen begibt. Es ist dann also einer Kontrolle durch den Bürger vollkommen entzogen. Man ist eigentlich dann der Ver- und Entsorgung durch einen Privaten und nicht mehr der eigenen Gemeinde ausgeliefert. Und das ist eine eigentlich auch teilweise gefährliche Entwicklung, dass man dann wohl einige Lasten bei der Gemeinde lässt, also zum Beispiel die Kosten für die Aufrechterhaltung eines Schulbetriebes jetzt im Sachaufwand, aber andere Dinge, wo man eine Art marktbestimmte Tätigkeit hat, weil man einziger Anbieter ist, sich also hier der tariflichen Gestaltung begibt.
Und das ist etwas, was im Rahmen Kommunalpolitik ja auch zu sehen ist, dass man alles das, was Ordnungsrahmen ist, auch politisch zu hinterfragen hat. Wenn wir den Begriff Kommunalpolitik nach beiden Seiten denken, einmal Ordnungsbegriff, nicht? Ist eine Gemeinde eine Ebene, im Mehrebenensystem Bund, Land, Gemeinde, oder ist Gemeinde nicht auch tatsächlich Ort der politischen Auseinandersetzung mit dem unmittelbaren Lebensbereich, auf den der Bürger auch Einfluss hat? Und es ist eine für mich persönlich ungesunde Entwicklung, wenn wir versuchen, die Landeswasserversorgung sozusagen hier als das Nonplusultra aufzusehen, möglicherweise das sogar auszugliedern und den Gemeinden die Verfügungsgewalt über das Trinkwasser wegzunehmen. Der Gemeindebürger hat das Recht, Mandatare zu wählen, die sich stundenlang über die Anbringung von Zebrastreifen vor oder neben der Volksschule diskutieren können. Aber gleichzeitig ist das große Thema der Abwasserentsorgung, Versorgung, sicheres Trinkwasser der Gestaltung der Gemeinden entzogen. Da stimmt ja dann überhaupt nichts mehr mit dem Gedanken der Gemeindeautonomie überein. Wir haben also festgestellt, dass es auch wirtschaftliche Maßnahmen gibt, die Gemeinden natürlich zu treffen haben. Wie mache ich meinen Gemeindestandort für Betriebsansiedlungen interessant? Wie kämpfe ich um allgemeine Investoren? Das müssen ja nicht nur die Einkaufszentren sein, das können ja auch Wohnbaugenossenschaften sein, die Wohnraum in einer Gemeinde schaffen. Es geht um die Frage des Schulwesens, Sport und Kultur, das ist uns ja allen bestens bekannt, dass bei all diesen Aufgaben natürlich auch die lange Nase für Gemeinden gezeigt wird, ist, wenn ich mich um einen Standort bewerbe, dann sagt der Bund gerne, aber ihr müsst halt mitzahlen. Es ist zwar in der Verfassung so nicht vorgesehen, der Betrieb einer HTL ist nicht die Aufgabe einer Gemeinde, aber wenn ich glaube, dass in der Gemeinde ausreichend Schüler da sind, um eine HTL zu betreiben und ich möchte diese haben, dann werde ich sie nur dann bekommen, wenn ich den Grund kostenlos zur Verfügung stelle und sonstige Beiträge leiste. Das ist also sozusagen ein stiller Finanzausgleich auf politischem Wege, aber von unten nach oben. Wir kommen noch darauf zu sprechen, dass die Gemeinden zwar ohne Wien mehr als die Hälfte aller Investitionen der öffentlichen Hand selbst vornehmen, dass sie aber auf die Mittelzuweisungen anderer Instanzen angewiesen sind, weil sie im Rahmen des Finanzausgleiches nicht einmal ein Fünftel der öffentlichen Gelder zur Verfügung gestellt bekommen. Je größer die Gemeinde, desto größer natürlich ihr Aufgabengebiet und es kommen dann Schwimmbäder, Museen, Bibliotheken, Volkshochschulen, ja, bis Fachhochschulen oder sogar Universitäten auf die Gemeinden zu. Und dass die Stadt Linz eine Universität hat, ist ja auch nur darauf zurückzuführen, dass sie bei der Errichtung der Universität enorm viele eigene Mittel in die Hand nehmen musste, obwohl natürlich das eigentlich eine Aufgabe des Bundes ist. Auch hier dabei das Beispiel, wenn du eine Uni willst, musst du mitzahlen. Und so wurden viele Gründungsprofessoren ein Leben lang von der Uni Linz, von der Stadt Linz bezahlt, gab die Gründung eines Linzer Hochschulfonds und so weiter. Wir haben schon festgestellt, dass wir etwa 40.000 Mandatare haben, die in den Gemeinden arbeiten, kundig geführt durch rund 2.360 Bürgermeister, aber natürlich die Arbeit, die hier geleistet wird, machen die Politiker nicht alleine, um das so zu sagen, sondern wir haben auch rund 77.000 Gemeindebedienstete, die in diesen Kommunen arbeiten. Das sind immerhin 15% der im gesamten öffentlichen Sektor tätigen Mitarbeiter. Es ist jetzt so, dass wir die führenden Mitarbeiter, die führenden politischen Mandatare unter dem Begriff Public Manager subsumieren und die Anforderungen, und auf das kommen wir laufend bei diesen Modulen zu sprechen, an den Public Manager steigen. Also ob das ist der Verwaltungsbeamte ist, der sich ständig steigenden Herausforderungen gegenüber sieht, oder der Politiker, bleibt schlussendlich gleich. Es ist auch so, dass die kommunale Information immer wichtiger wird. Wir kommen darauf, dass also fast jede Gemeinde eine Homepage eingerichtet hat, die auch laufend betreut werden muss, dass auch die Gemeindezeitungen an Qualität gewinnen. Waren Gemeindezeitungen ganz ursprünglich reine Amtsblätter, wo Gemeindeinformationen nötigster Art und auch vorgeschriebenster Art publiziert wurden, später von findigen Kommunalpolitikern auch als Werbebotschaft erkannt. Wenn Sie sich Amtsblätter anschauen, kann man ganz grundsätzlich aufgrund des Amtsblattes schon erkennen, welche Partei die Mehrheit hat und wo es
wo es Gemeindevertretungen gibt, die auch auf Koalitionspartner Rücksicht nehmen müssen, denn der Koalitionspartner kommt entsprechend oft in diesen Gemeindezeitungen vor. Dort, wo sie schlecht gemacht sind, ist es ein zusätzliches Ärgernis. Wenn es der Bürgermeister schon als persönlichkeitsunterstützendes Organ einsetzt, dann muss er es wenigstens gescheit machen und nicht diese stecknadelgroßen Köpfe auf Schwarz-Weiß-Bildern, die kein Mensch mehr lesen kann. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Qualität dieser Vermittlung extrem gestiegen ist. Auch die Qualität eigentlich der örtlichen Medien steigt. Es ist ja nicht mehr völlig fremd, dass ein Gemeindepolitiker auch Fernseh- und Radiointerviews geben muss, weil es eben jetzt ein regionales Radio oder regionales TV gibt, was auch wieder die Anforderungen an den Public Manager steigert. Früher war es also schon reines Glück, wenn ein Welser Bürgermeister ins Landesfernsehen gekommen ist, also wenn in seiner Gemeinde ein Betrunkener zu Tode gekommen ist und die Kreuzung nicht gesichert war, dann hat er vielleicht das Glück gehabt. Also ich kann mich erinnern an Welser Bürgermeister, die vollkommen nie im Fernsehen waren, es sei denn, sie sind bei der Öffnung der Welser Messe direkt hinter dem Bundespräsidenten gestanden. Heute ist es so, dass durch dieses Regional-TV jeder Politiker, aber auch die führenden Beamten eigentlich regelmäßig interviewt werden. Das heißt, sie müssen auch den Umgang mit neuen Medien beherrschen und diesen trainieren. Ein Teil der Herausforderungen, die auch an diesen kommunalen Manager sozusagen gerichtet werden. Jetzt können wir sagen, der kommunale Manager wird natürlich diesen Herausforderungen gerecht, schon allein deswegen, weil er diesen Herausforderungen gerecht werden muss. Will er als Politiker überleben, muss er sich diesen sowieso stellen und auch wieder seine Unterstützung bekommen, aber auch bei der Bestellung führender Public Manager im Bereich des Geschäftsbesorgungsapparates werden diese Dinge immer wichtiger. Die Ausbildung in der betriebswirtschaftlichen Hinsicht, die Ausbildung im Bereich der Kommunikation. Ja, aber lassen wir den Public Manager da nicht in diesen Bereichen alleine oder glauben wir, dass wir dazu auch Unterstützung brauchen? Ich glaube, dass man den Public Manager nicht alleine lassen darf und dass wir die Unterstützung, die es gibt und die geboten wird, auch entsprechend nützen sollten. Es gibt also Fachmedien, es gibt Fachzeitschriften, die den Public Manager unterstützen, zum Beispiel die Zeitung Kommunal, die Sie alle kennen, es ist das offizielle Medium des Gemeindebundes, oder auch die österreichische Gemeindezeitung als Organ des österreichischen Städtebundes. Es gibt auch, und das füllt uns immer mit Stolz, zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten für öffentliche Manager. Zum Beispiel unser Lehrgang ist ja auch ein spezielles Ausbildungsangebot an Manager im Bereich der Verwaltung. Wer sind jetzt dieser Städtebund und dieser Gemeindebund? Wenn wir uns dieser Frage vielleicht ein bisschen näher bringen wollen. Der Städtebund ist eigentlich die Organisation der größeren Gemeinden in Österreich. Also jene Städte, die einen Stadttitel führen, schließen sich in der Regel im Städtebund zusammen. Der Städtebund ist vereinsrechtlich organisiert, also ein Verein, der 1915 bereits also ins Leben gerufen wurde, dann bis 1938 fortgeführt wurde. Wir wissen die Situation, Anschluss Drittes Reich, erneut nach 1945 wieder ins Leben gerufen und, wir haben das schon gehört, 1989 auch verfassungsgesetzlich als Interessensvertretung neben dem Gemeindebund für die Gemeinden in Österreich verankert. Der Städtebund kann also niemanden zwingen, Mitglied zu werden, sondern die Mitgliedschaft im Städtebund ist freiwillig. Auch der österreichische Gemeindebund ist eine Institution, die vereinsrechtlich organisiert und auf Freiwilligkeit eingerichtet ist. 10% der österreichischen Städte, 10% der österreichischen Gemeinden sind im Städtebund organisiert. Knapp mehr als die Hälfte der österreichischen Bevölkerung hat sozusagen eine Interessensvertretung im Städtebund. Er ist eher SPÖ-dominiert. Es gibt auch eine Reihe von Doppelmitgliedern, die im Städtebund und im Gemeindebund organisiert sind. Wenn man also zusammenrechnet, die Mitglieder im Städtebund und Gemeindebund, jetzt auf den Kopf umgerechnet, hat man 140% Bevölkerung. Also es gibt hier Querschnittsmenge. Natürlich ist das Hauptaufgabengebiet des Städtebundes, dass er sich um die Interessen im Bereich des Finanzausgleichs kümmert. Er fördert aber auch insgesamt die kommunalpolitische Tätigkeit und sehr bekannt ist ja auch
das Kommunalwissenschaftliche Dokumentationszentrum, das KDZ in Wien, das hier ganz interessante Untersuchungen, geführt vom Honorarprofessor Bauer, macht. Wenn es also hier verschiedenste Vergleichsmöglichkeiten gibt, nachdem wir ja das Benchmarking schon als eine betriebswirtschaftliche Methode kennen, kann man immer wieder hier auf den Städtebund und seine Dokumentationen zurückgreifen. Sie sind eigentlich auch auf dem Höhepunkt der sozialwissenschaftlichen Forschung im Bereich der Städte. Natürlich werden Tagungen und Fachtagungen ausgerichtet, weil wir hier in Wels sitzen. Freut es mich, sagen zu dürfen, dass wir den 50. Städtetag, den Jubiläumsstädtetag in Wels abhalten durften. Sitz des Städtebundes ist Wien. Das heißt, auch die finanzielle Bedeckung des Städtebundes wird zum allergrößten Teil also von Wien gemacht. Der Generalsekretär des Städtebundes ist Obersenatsrat in der Verwaltung der Stadt Wien. Der Bürgermeister der Bundeshauptstadt ist gleichzeitig auch Obmann des Städtebundes. Ich habe mir erlaubt, in die Unterlagen hineinzuschreiben, dass ich das für delikat halte, wenn ein Landeshauptmann gleichzeitig Obmann der Vertretung der Städte ist. Ich zumindest und meine Frau bestätigt mir das auch täglich. Man kann nicht gleichzeitig mit zwei Frauen rechtsgültig verheiratet sein, weil es unterschiedliche Interessen gibt. Der alte Spruch, der Diener zweier Herren, der unmöglich ist, wird widerlegt durch den Landeshauptmann in seiner Funktion als Obmann des Städtebundes. Denn würde es nicht möglich sein und würde man nicht gleichzeitig zwei Herren dienen können, könnte man diese Funktionen nicht so ausüben, wie sie ausgeübt wird. Ich habe mir erlaubt, in meiner Eigenschaft als 10-jähriges Mitglied im Städtebund das gelegentlich anzudiskutieren. Man hat mich immer ausgelacht und gesagt, du verstehst nichts von Politik, wer es gehört hat, schafft an. Ein Argument, dem man sich bisher nicht entziehen konnte. An dieser Stelle der Gemeindebund, ebenfalls freiwillig gegründet, ein Zusammenschluss der vorwiegend mittleren und kleineren Gemeinden. Es sind also fast alle österreichischen Gemeindenmitglieder im Städtebund, also ganz wenige ausschließlich im Städtebund oder nirgends organisiert. Also 95% der Gemeinden mit 70% der Bevölkerung sind hier im Gemeindebund organisiert. Er ist ebenso wie der Städtebund 1988 nach der Novelle mit Wirkung 1.1.89 dann verfassungsmäßig also verankert worden. Ebenso wie der Städtebund wird auch der Gemeindebund zu diesen Gesetzesbegutachtungsverfahren eingeladen und muss also Gesetzes- und Verordnungsentwürfe des Bundes und der Länder, aber auch alle anderen Fragen begutachten. Auch hier das Thema des Finanzausgleichs und wenn wir schon ein bisschen, und das war vielleicht lustiger gemeint, als es ist, dass eben hier eine Identität eines Landeshauptmanns mit dem Obmann des Städtebundes existiert, warum gibt es bei den Interessen der Gemeinden zwei Organisationen, weil wir so wie ein Apartheid-System immer einen Roten und Schwarzen brauchen? Ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass es unterschiedliche Interessen des Städte- und des Gemeindebundes geben kann. Es ist ganz einfach so, dass die Aufgaben einer kleineren Gemeinde unterschiedlich sein können zu den Aufgaben einer größeren, auch wenn wir vom Begriff der Einheitsgemeinde ausgegangen sind, die ihnen Rechten und Pflichten gleich sind. Aber wenn ich mir oft Bürgermeisterkollegen kleinere Gemeinden ansehe, die wirklich also mit den bescheidensten finanziellen Mitteln, denn es gibt in vielen Gemeinden tatsächlich eine schreckliche Finanzausstattung über die Runden kommen müssen, dann ist die politische Welt des Bürgermeisters, ich möchte jetzt keine kleinere Gemeinde nennen, von der politischen Welt des Bürgermeisters von Graz unterschiedlich. Und den kleinen Bürgermeister, ich meine, ich wehre mich immer gegen die Begriffe des kleinen Politikers, des kleinen Bürgermeisters. Mir hat das auch immer irritiert, wenn Politiker sagen, das ist ja nur ein kleiner Funktionär, nicht? Ist der Gemeinde unter 1,30 oder 1,40? Es gibt ja auf keiner Ebene, weder auf Gemeinde noch auf Landesebene, irgendwelche Größenordnungen dafür, sondern der kleine Funktionär, den gibt es nicht. Also gibt es auch nicht den kleinen Bürgermeister, der Bürgermeister einer kleinen Gemeinde. Aber seine Erfahrungen und seine Arbeitswelt ist unterschiedlich vom Bürgermeister einer großen Gemeinde und daher auch seine Interessenslage und daher ein guter Grund, warum es zwei Institutionen gibt. Wenn sich diese beiden Institutionen untereinander entsprechend abstimmen,
dann bilden sie auch ein echtes Gegengewicht gegen die anderen Finanzausgleichspartner, nämlich gegen den Bund und gegen die Länder. Derzeit ist es leider so, und da kommen wir noch bei den kommunalpolitischen Diskussionen tatsächlich darauf zu sprechen, dass dieser alte Habsburger Spruch, dieses Divide et Impera, dieses Teile und Herrsche, in Wirklichkeit richtig übersetzt Entzweie und Herrsche heißt. Divide heißt auseinanderteilen. Wenn du deinen Feind teilst, kannst du ihn mit Schwergewicht schlagen. Nicht? Das heißt, zuerst den einen nehme ich und dann nehme ich den anderen zur Brust. Würden beide gleichzeitig auf mich losgehen, hätte ich keine Chance. Nicht? Der große Wirtshausraffer, der einen nach dem anderen niederschlägt, wäre von der Gruppe organisierter Widerständler in kurzer Zeit niedergerungen. Aber wenn nur jeder einzeln antritt, sind sie alle verloren. Und deswegen steht dem Bund 9 Bundesländer gegenüber, die auch unterschiedliche Interessen haben, die man in schwarze, rote Bundesländer möglicherweise auch noch einige Zeit lang in blaue unterteilen kann, aber sie sind unterschiedlich geführt. Und dann diese große Menge der Gemeinden, die noch dazu unterschiedlich in Städtebund und Gemeindebund aufgeteilt sind, also hier auch eine Frage, kann man hier möglicherweise dieser Gegenstrategie des Divide et Impera etwas entgegensetzen, dieses Auseinanderteilen und Herrschen. Ich teile die Gemeinden auf, ich wirf ihnen den abgestuften Bevölkerungsschlüssel als Knochen vor die Füße, damit sie sich um den balgen und in Wirklichkeit rahme ich es insgesamt ab. Das ist ein Vorwurf, den ich also diesen beiden Institutionen mache, dass sie sich noch zu wenig abstimmen. Wobei in letzter Zeit, muss ich sagen, klappt das wieder besser. Man hat also hier verschiedene Dinge außer Streit gestellt und möchte die anstehenden Finanzausgleichsverhandlungen, wie man derzeit Finanzausgleich 2001 bis 2004, gemeinsam führen. Und das ist, glaube ich, auch die einzige Chance. Und auch die Idee, ich meine, Städtebund und Gemeindebund haben wahnsinnig viel für die Gemeindeautonomie getan. Ohne diese beiden Interessensvertretungen würde es um die Gemeinden noch schlimmer bestellt sein, als es derzeit der Fall ist. Also die historischen Verdienste stehen völlig außer Streit. Die handelnden Personen in diesen Organisationen sind kompetent, kundig, engagiert, also wirklich hervorragend. Man muss sie nur zusätzlich noch motivieren, gemeinsame Aktivitäten zu setzen, die man außer Streit stellt. Also eine Solidarität unter den Gemeinden, damit man dann den Finanzausgleichspartnern anders entgegentreten kann. Ich glaube, dass Städtebund und Gemeindebund hier gemeinsam mit der Verbindungsstelle der Bundesländer, die bei der niederösterreichischen Landesregierung eingerichtet ist, hier viel tun können. Der Gemeindebund gehört auch der österreichischen Raumordnungskonferenz an. Die österreichische Raumordnungskonferenz ist 1971 gegründet worden. Sie ist ein österreichisches Spezifikum der Aufgabenteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Alle Gebietskörperschaften erstellen unabhängig voneinander raumrelevante Planungen und können raumwirksame Maßnahmen setzen. Und jetzt soll also hier diese vielleicht unübersichtliche, nicht aufeinander abgestimmte Raumentwicklung koordiniert und abgestimmt werden, damit es eben einen gesamtstaatlichen Rahmenplan gibt. Und das ist die Aufgabe der österreichischen Raumordnungskonferenz. Zusätzlich zu dem Städtebund und dem Gemeindebund gibt es also jede Menge weitere Unterstützungsmöglichkeiten für den Public Manager, vor allem also das Kommunalwissenschaftliche Dokumentationszentrum, das ich schon nennen durfte. Es gibt aber auch ein Institut für Kommunalpolitik, es gibt ein Institut für Stadtforschung, nicht zuletzt gibt es auch ein Sachs-Institut, das sich also bemüht, solche Dinge anzubieten. Es gibt eine Reihe von auch privaten Unternehmungen, die sich um Gemeinden verdienstvoll bemühen, und es gibt auch immer enger den interkommunalen Ausgleich, wo sich Gemeinden gegenseitig unterstützen. Ich glaube, wir sollten dann auch noch einmal über diese interkommunale Zusammenarbeit über den wirtschaftlichen Bereich, im politischen Bereich hinaus diskutieren, weil ich glaube, dass hier eine große Chance für Gemeinden und eine Wiederentdeckung oder eine Wiederbelebung des Gedankens der Kommunalpolitik an sich liegt. Wir haben jetzt schon sehr viel über Gemeinden gesprochen, über ihre Aufgaben. Wir möchten es vielleicht doch noch ein bisschen näher beschreiben. Die Gemeinde ist die kleinste, sich selbst verwaltende politische Einheit in Österreich. Ein kleineres politisches Gebilde, das sich selbst verwaltet, gibt es eigentlich nicht mehr. Wenn wir jetzt von einer
von dieser Einteilung ausgehen. Natürlich gibt es politische Einheiten wie Vereine und so fort, aber die sich selbst verwaltendste Einheit, die kleinste, auch in der Verfassung so vorgesehen, ist die Gemeinde. Wenn wir die Flächen aller österreichischen Gemeinden zusammenlegen, dann kommt der österreichische Staat heraus. Das heißt, es gibt kein Gebiet in Österreich, das nicht einer Gemeinde zugeordnet ist. Wir haben schon viel gesprochen vom eigenen Wirkungsbereich einer Gemeinde, im Artikel 118 Absatz 4 BVG geregelt, und den übertragenen Wirkungsbereich, Artikel 119 BVG. BVG ist immer das Bundesverfassungsgesetz. Es ist so, dass natürlich viele Gesetze des Landes, der Länder, aber immer nur für die Gemeinde, in dem Bundesland, in dem die Gemeinde liegt, der Landesgesetzgeber und der Bund, übertragen Gemeinden Aufgaben. Wir haben schon darüber gesprochen, dass im übertragenen Wirkungsbereich oft Aufgaben an die Gemeinden ausgegeben werden, die man finanziell nicht entsprechend bedeckt, aber das ist ein Thema, das uns noch einige Zeit beschäftigen wird. Was gehört jetzt zum eigenen Wirkungsbereich einer Gemeinde überhaupt dazu? Nun, der eigene Wirkungsbereich einer Gemeinde, wir haben die Verwaltung des Gemeindevermögens. Was kann denn für eine Gemeinde an Vermögen haben? Eine Gemeinde kann sich berechtigen, verpflichten, kann auftreten wie ein Unternehmer, handelt eben über ihre Organe, kann natürlich Grundstücke kaufen, erwerben, könnte eigentlich Vermögen auch dadurch schaffen, dass man Grundstücke im eigenen Gemeindevermögen anders widmet. Wir haben Einhebung der Gemeindesteuern natürlich. Die Errichtung und den Betrieb von wirtschaftlichen Unternehmungen, also eine Gemeinde kann selbstverständlich wirtschaftliche Unternehmungen betreiben. Die Stadt Wels betreibt mit Gewinn eine Bestattung als GmbH und mit Verlust eine Messe, wobei der Gewinn der Bestattung nicht ausreicht, um das Messeverluste abzudecken, aber gesamtwirtschaftlich gesehen mag Sinn haben, dass es eine Gemeinde sowas macht. Hilfsrettungsleichen, Bestattungswesen. Nicht zwingend, man kann natürlich auch private Bestatter zulassen, also so ist es nicht, dass das einer der Gemeinde vorbestimmte, sozusagen marktbestimmte Tätigkeit ist. Was die Gemeinden natürlich immer wieder große finanzielle Bürden aufzwingt, ist die Erhaltung der Gemeinde, Straßen, Wege, Plätze, Brücken. Und wenn man tatsächlich, und ich möchte jetzt hier nicht in diesem Modul kommunale Politik lamentieren. Also wenn ich Kritik übe an einigen Institutionen oder an Vertretungen, dann ist das alles im erlaubten Ausmaße und in einer Form, die von einer tiefen Zuneigung zu diesem politischen System geprägt ist. Und wer wirklich unzufrieden ist mit seiner politischen Führung, der muss einmal nur in Bulgarien, ohne dieses Land jetzt beleidigen zu wollen, oder in Rumänien auf einer Straße fahren, dann, oder in einer polnischen Kohlestadt sein, dann weiß er, was es heißt, in Österreich in einer Gemeinde zu sein. Also diese Grünanlagen in unseren Gemeinden, diese ganzen Einrichtungen in unseren Gemeinden sind ja perfekt. Und ich erlebe das auch, wenn ausländische Delegationen nach Wels kommen, wie begeistert sie sind, wenn sie am Flughafen landen und dann mit den Bussen oder Autos schön durch Oberösterreich, Niederösterreich durchfahren oder nach Salzburg weiterfahren und sich diese Bundesländer anschauen. Es ist ein Traum, diese kommunale Infrastruktur zu sehen und in welchem Zustand auch unsere Gemeinden sind. Natürlich ist jemand, der in der Bürgeranwaltschaft sitzt, immer davon konfrontiert, dass die Leute mal anrufen und sagen, jetzt habt ihr den Schnee schon wieder nicht weggerannt, oder es ist eine unglaubliche Sauerei, jetzt hat es erst 2 Stunden geschneit und es ist noch immer kein Räumfahrzeug gefahren. In anderen Gemeinden, die haben nicht einmal Räumfahrzeuge, die nicht fahren, weil sie gar keine Räumfahrzeuge haben. Also das ist schon ein Unterschied. Kostet natürlich die Erhaltung von Wegen, Plätzen, Brücken, Gemeindestraßen sehr viel Geld. Die Errichtung und Erhaltung von Schulen kostet auch sehr viel Geld. Jetzt könnte man sagen, naja, dann mache ich halt keine Volksschule. Dann sollen sie halt in der Nachbargemeinde in die Schule gehen, gibt der einen Schulbus. Ich glaube aber, das ist natürlich, und das ist immer ein spannendes Verhältnis, der finanziellen Last, die ich mir aufbürde mit der Errichtung einer Schule, aber auch der Chance für die Gemeindeentwicklung und dem Bedürfnis der Bürger. Wir haben ja immer die Diskussion, dass eine Gemeinde keine Hauptschule hat und dann Schulbeiträge an eine andere Gemeinde bezahlt und die Eltern sagen, das bringen wir nicht zusammen. Ihr habt zwar 5 freiwillige Feuerwehren, aber keine Hauptschule. Also das ist auch eine spannende Herausforderung an den Public Manager. Wie bringt er das also alles unter, diese Bürgerwünsche und auch die Möglichkeiten, sie zu erfüllen? Das ist aber auch die heikle Frage des eigenen Wirkungsbereiches. Das muss er selber entscheiden.
Das muss die Gemeinde selber regeln. Das heißt, der eigene Wirkungsbereich, der mir Möglichkeiten bietet, bürdet mir auch politische Verantwortung auf. Im eigenen Wirkungsbereich kann ich nicht sagen, der Bund, das Land, die EU, die Welt, die UNO, der Mars, nichts. Da bin ich auf das wirklich reduziert, was ich selber verantworten kann. Im übertragenen Wirkungsbereich, den kriege ich, um ihn zu erledigen. Da muss ich sozusagen als Gemeinde arbeiten. Die Gemeinde kann nicht die Nationalratswahl festsetzen, wenn sie glaubt. Oder sagen, nein, an dem Sonntag tun wir nichts. Da sind wir nicht da, da haben wir Betriebsausflug. Das kann die Gemeinde nicht gut machen, weil sie im übertragenen Wirkungsbereich natürlich die Wahlsprengel einrichten, die Wahlbehörden besetzen, die Auszählung der Stimmen organisieren muss. Das ist alles genau geregelt. Oder bei der Volkszählung zu sagen, da tue ich nicht mit, wir zählen eh unsere Bürger, wir melden 2450 einfach nach oben, wird schon stimmen. Geht nicht. Ja. Aufgaben wie ein Wohnungsamt, Säuglingsfürsorge, Meldewesen, Standesamt, Aufgaben, die übertragen werden. Jetzt kann es einerseits natürlich übertragen werden von der Bezirksverwaltungsbehörde, vom Land. Es kann auch übertragen werden natürlich auf bundesgesetzlicher Bestimmungen. Früher war das so, dass eben die Grundherren in Österreich diese Aufgaben der Gemeinde übernommen haben und haben gesagt, okay, wir sind Richter der Gemeinde, wir übernehmen diese Aufgaben, dafür bekommen wir auch den entsprechenden Zehent. Grundsätzlich ist es so, dass wir schon bei der Geschichte der Gemeinde gehört haben, dass man sich dieser landesfürstlichen, aber auch kirchlichen Grundherrschaft oder sich aus dieser befreien konnte und auch musste. Und Städte und Märkte haben das eben gemacht. Wie überhaupt wie bei der Unterscheidung der Gemeinden viele Unterscheidungen kennen. Es gibt eine Gemeinde, es gibt eine Marktgemeinde, es gibt eine Stadtgemeinde, es gibt eine Stadt mit eigenem Statut. Diese ganzen Unterscheidungen sind eigentlich rechtlich irrelevant. Wir unterscheiden bei den Gemeinden nur solche, die ein eigenes Statut haben und die dies nicht haben. Die Bezeichnung Markt oder Stadt für eine Gemeinde hat keine rechtliche Bedeutung. Die Stadtgemeinde hat einen Stadtamtsdirektor, das ist ganz klar. Die Marktgemeinde ein Marktgemeindeamt, aber die Aufgaben des Geschäftsbesorgungsapparates sind dieselben. Nur ist natürlich in der Regel ein Markttitel, ein Stadttitel mit der Größe, der Wirtschaftskraft, der Bedeutung einer Gemeinde verbunden. Und wir sprechen ja auch von Bezirkshauptstädten, dem Zentrum eines Bezirkes. Und es ist natürlich eine Bezirkshauptstadt, eine Stadt, immer von einer überregionalen Bedeutung. Aber rechtlich ist es eigentlich irrelevant, ob das jetzt eine Bezirkshauptstadt, eine Marktgemeinde, eine Stadtgemeinde ist. Wir haben schon 1920 über das Bundesverfassungsgesetz, über die deutsche Gemeindeordnung und auch über das Gemeinderecht gesprochen. Grundsätzlich, habe ich schon gesagt, sind große Städte und kleine Städte gleichgestellt. Wir sprechen von der Ortsgemeinde als Einheitsgemeinde, eine gehobene Stellung, nehmen nur die Statutarstädte ein. Wenn wir also das Kapitel kommunale Vertretungen abschließen wollen, die Fülle an Aufgaben, die eine Gemeinde hat und die für diese Gemeinde handelnden Organe, Bürgermeister, Gemeindevorstand oder in den Städten mit eigenem Statut Stadtsenat, aber auch der Gemeinderat, wachsen ständig. Zur Besorgung dieser Aufgaben bedient man sich eines Gemeindeamtes, eines Stadtamtes, eines Geschäftsbesorgungsapparates und auch an die Vertreter in diesem Geschäftsbesorgungsapparat werden neue Anforderungen gestellt, die in vielfältiger Hinsicht wirtschaftlich sein können, politisch sein können, aber auch mit dem Einsatz neuer Medien, wir haben über Privatradio und Privatfernsehen gesprochen, auch in diesen Bereichen. Man will die Gemeinden auf diese Art und Weise nicht alleine lassen, sie organisieren ihre eigenen Interessen. Wir haben auf die schon vor der Zweiten Republik, aber dann erneut danach wieder gebildeten freiwilligen Interessensvertretungen Städtebund und Gemeindebund hingewiesen. Die österreichische Raumordnungskonferenz als wichtiges überregionales Planungsinstrumentarium für die Koordinierung der einzelnen raumplanerischen Vorstellungen gesprochen und einen kurzen Abriss über die Gemeinden gegeben, die ihre Gemeindeautonomie und Selbstverwaltung in zähen Ringen
erst den Landesfürsten, den Kirchenfürsten abtrotzen, dann gegenüber den Landtagen verteidigen mussten, um diesen ganz kleinen eigenen Wirkungsbereich zu verteidigen und gleichzeitig einen übertragenen Wirkungsbereich zu bekommen, wo man einfach als unterste und kleinste Verwaltungseinheit, die ja die Gemeinde nun einmal ist, diese Aufgaben besorgen zu können. Ich glaube, dass man, wenn wir noch einmal zurückgehen auf dieses erste Modul, die Gemeinde wirklich in zweierlei Hinsicht ganz großartig bezeichnen müssen. Einmal als Verwaltungseinheit, die sich selber regeln kann und auch muss, was natürlich politische Auseinandersetzungen mit sich bringt und auch Bürger unterschiedlicher Meinung über die zukünftige Entwicklung einer Gemeinde sein können. Und damit gleich zum zweiten Punkt einer Gemeinde, dass sie halt auch wirklich dieser Ort ist, wo man unmittelbaren Einfluss auf die eigene Umwelt nehmen kann. Und auch Bürger, die sich für Politik wenig interessieren, nehmen das ganz gerne in die Hand, dass wenn sie glauben, dass irgendwo ein Verkehrsspiegel falsch montiert oder die Salzstreuung zu spät eingesetzt hat, das dann auch mit einem Anruf im Gemeindeamt oder beim Bürgermeister erledigen. Und der Bürgermeister, die Gemeindevertreter und die Leiter in den einzelnen Ämtern und Abteilungen haben diesen unmittelbaren Berührungspunkt mit den Bürgern. Und das sind auch die, von denen man gemeinhin, und das wird auch in diesen ganzen sozialwissenschaftlichen Untersuchungen immer festgestellt, sagen kann, dass sie ganz tatsächlich diese unmittelbare Berührung haben. Und interessant ist, dass wenn sie über das Image des Politikers, vor allem des Berufspolitikers, lamentieren und das sozialwissenschaftlich untersuchen, wer da am wenigsten schlechtes Image hat, weil ganz generell haben Politiker und Beamte und Verwaltungsbedienstete nicht das Image eines lebensrettenden Arztes oder eines Bischofs, eher sogar noch hinter den Vermögensberatern und den Immobilientreuhändern, dass hier die Politiker deutlich besser liegen, die in der Gemeinde tätig sind. Also das Ansehen des Bürgermeisters ist höher als das Ansehen eines Nationalratsabgeordneten, möglicherweise, weil man auch den Bürgermeister näher kennt. Ich glaube, dass wir damit diesen Block kommunale Vertretungen abschließen können und nach einer kurzen Pause uns mit den Städten, mit dem eigenen Statut beschäftigen können. Danke.